Mary Rose, mit bürgerlichem Namen Marianne Rosemarie Böhm, geb. Schwab, geboren am 9. Januar 1949 in Bingen am Rhein, ist eine deutsche Schlagersängerin, die seit Jahrzehnten die Herzen des Publikums erobert. Mary Rose begann ihre Musikkarriere in den 1970er Jahren und erlangte schnell Berühmtheit mit dem Lied Arizona Man, einer Komposition von Giorgio Moroder und Michael Holm. Dieses Lied markierte einen Durchbruch in ihrer Karriere, denn es war der erste Hit in Deutschland, der einen Synthesizer verwendete, und schlug ein neues Kapitel in der Geschichte der Popmusik in diesem Land auf. Doch hinter ihrer erfolgreichen Karriere und ihren berühmten Hits hat Mary Rose in ihrem Leben viele Trauer und Enttäuschungen erlitten, die den Fans Herzen schmerzten, als sie 75 Jahre alt wurde. Die Musikkarriere von Mary Rose ist mit denkwürdigen Meilensteinen, aber auch voller Entbehrungen verbunden. 1970 nahm sie mit dem Lied Every Kiss an der deutschen Vorrunde zum Eurovision Song Contest teil. Auch wenn sie nicht ausgewählt wurde und die Chance auf den Einzug in die Endrunde verpasste, gab Mary Rose ihren Traum nicht auf. 2 Jahre später zog sie erneut in die Vorrunde ein und gewann mit dem Song Only Love Lets Us Live, der beim Grand Prix in Edinburgh den 3. Platz erreichte. Dieser Erfolg half Mary Rose, ihre Karriere international auszuweiten und gab ihr die Möglichkeit, in Frankreich aufzunehmen und aufzutreten. Allerdings stecken hinter diesen Erfolgen nicht wenig Traurigkeit und Druck. In den 1980er Jahren veröffentlichte Mary Rose in Zusammenarbeit mit berühmten Autoren wie Michael Kunze und Dieter Bohlen zahlreiche Alben und Singles. Die Geburt ihres Sohnes im Jahr 1987 führte jedoch dazu, dass sie ihre Karriere auf Eis legte. Ihre letzte LP dieser Zeit, Live Feeling, erschien 1987 und markierte einen Bruch in Mary Rose musikalischer Karriere. Erst 1992 meldete sie sich mit dem Album Everything I Want at the Music zurück. Obwohl sie weiterhin mit dem Plattenlabel zusammenarbeitete, erkannte Mary Rose, dass die Zeit vergangen war und sich die Musikindustrie stark verändert hatte. In den 1990er und 2000er Jahren stand Mary Rose bei der Aufrechterhaltung ihrer Musikkarriere vor vielen Herausforderungen. Obwohl sie immer noch regelmäßig Alben mit Balladen, Uptempo-Songs und einigen autobiografischen Liedern veröffentlicht, dominiert Mary Rose die Musikcharts nicht mehr wie zuvor. 1999 erreichte sie mit ihrem deutschen Cover von Unfortunately, I Still Love You, Chers Version des amerikanischen Hits, Believe, die deutschen Top 100. Dieser Erfolg war jedoch nur vorübergehend und reichte nicht aus, um ihre Position in der Musikindustrie vollständig wiederherzustellen. Mary Rose musste in ihrem Privatleben viel Leid ertragen, insbesondere Verluste und Misserfolge auf ihrem künstlerischen Weg. Die Unterbrechung ihrer Karriere und die ständigen Veränderungen in der Musikindustrie führten dazu, dass sie sich oft deprimiert und einsam fühlte. Im Laufe der Jahre musste sich Mary Rose auch mit der Traurigkeit des Alters und den Erinnerungen an eine glorreiche, aber auch schwierige Vergangenheit auseinandersetzen. Im Alter von 75 Jahren steht Mary Rose nicht mehr regelmäßig auf der Bühne, widmet sich aber weiterhin der Musik, wenn auch nur in kleinen und privaten Momenten. Sie hat die glänzenden Tage ihrer Karriere erlebt, aber auch Misserfolge und Schmerzen erlebt. Diese Traurigkeiten und Enttäuschungen hinterließen tiefe Spuren in ihrer Seele und machten die Fans traurig, wenn sie an Mary Rose Lebens. Well, huge opportunities in terms of speaking engagements all over the world. I was a keynote speaker at R4 in Brazil a couple years ago. Amazing experience. Free trip to Brazil, spoke to 800 real estate agents.
And it all came from videos that I made, people in Brazil watching the videos and, you know, loving my content and asking me to come down. The book deals that I've gotten, referrals from other agents, even though Alabama is one of the, probably the least people come, there's not a lot of people relocating to Alabama, but through my video content and the brand that I've built with other agents around the country, as little of people that do relocate here and buy property here compared to the rest of the country and other the huge cities, I've gotten tons of referrals over the, really, it's really picked up this year. 2020 has really picked up. Up to that point, it's been okay with the referrals, but it goes back to, you just gotta keep putting content out there. The more consistent you are long-term, the better you'll be. And it comes down to not caring how many views, followers, subscribers, likes, comments, you know, none of that really matters. It really doesn't. So let that be a lesson to you and take it for what it's worth. But the opportunity for video to build your brand locally and globally is massive, and the opportunities that will come out of it if you will just do it on a consistent basis are of which we've never seen, and it's only going to get worse. When I try to think and quantify what media and video has done for my brand and my income, because a lot of people, every once in a while, I do get the question of, you know, what's the art?